Ja, hallo Leute, willkommen bei Bushcraft and Nature. Heute notgedrungen nochmal aus dem Bastelkeller. Wir haben ganz, ganz schlimmes Pfingstwetter mit Unwetter, Warnstufe, Lila, Sturm, Gewittern, Starkregen. Ja, und da ist an den Film, den ich eigentlich drehen wollte, heute draußen überhaupt nicht zu denken. Dann nutze ich die Gunst der Stunde für ein anderes Video. Und zwar habe ich Post bekommen. Dieses Päckchen hier, das ist von dem Leo Schmelzer aus Tuntenhausen und das ist der Entwickler vom X-Boil und der hat mich vor einiger Zeit angeschrieben per Mail und hat mir eine ganz lustige E-Mail geschrieben, die werde ich euch jetzt mal vorlesen. Ich muss schnell die Brille aufsetzen hier, damit ich auch alles richtig sehe. So, also der Leo hat geschrieben: Hallo Detlef, jetzt muss ich dich als erklärten X-Boil-Gegner, in Klammern, deine Kommentare lassen es vermuten, doch mal anschreiben. Ja Leo, also ich bin kein erklärter X-Boil-Gegner. Bei mir ist es so, ich habe halt schon so einen Haufen Spirituskocher und wie du weißt, lebe ich ja hier in der Schweiz und wir haben nicht wie in Deutschland hier ein absolutes Feuerverbot im Wald, ein generelles, sondern hier darfst du eigentlich nur kein Feuer machen, wenn Waldbrandstufe ist. Ich meine, was der Verstand dir eigentlich auch schon sagt, du machst bei Trockenheit kein Feuer im Wald. Ja, und deswegen benutze ich ganz gerne auch ein Hobo, weil ein Holzfeuer bringt natürlich eine ganz andere Atmosphäre, das riecht, das ist für mich halt schöner. Und deswegen möchte ich immer die Möglichkeit haben, dass ich halt auch noch mit Holz feuern kann. Und von daher war nicht ganz so interessant für mich, aber gut. Ja, weiter hat er geschrieben, das fand ich ganz lustig hier: Wie schaffe ich es, dich der dunklen Seite der Macht zu entreißen und dir irgendwie einen X-Boil aufzuschwatzen? Du wirst sehen, dass du dein Evernew-Kochset zur Seite legst und verstauben lässt. Ja, hier ist mein Evernew-Kochset und ich denke, das wird mit deinem X-Boil garantiert noch leichter, Leo. Also im Voraus schon mal vielen Dank. Ja, dann hat er mir geschrieben: Ich würde dir gerne einen X-Boil kostenlos zukommen lassen und wie bei allen anderen YouTubern bisher auch, gibt es von mir keinerlei Erwartungen, Vorgaben, etc. oder ähnliches. Du kannst damit tun und lassen, was du willst. Wenn es dir nicht taugt, verschenke ihn, schraube ihn an die Wand als Magnethalter, Blumenvase. Es gibt ja viele Einsatzmöglichkeiten. Ich hoffe, von dir zu hören. Gruß Leo. PS, X-Boil ist nichts Großes, ich bin weiterhin Einzelkämpfer. Ja, Leo, super, also musste ich echt lachen, lustige E-Mail. Ja, und ich wollte euch den dann heute mal zeigen, aber eben nicht als Review, weil das Ding ist schon ein Jahr alt, da gibt es so viele Videos im Netz. Das wollte ich euch jetzt nicht antun. Ich will euch mal zeigen, warum ich mir den eigentlich nicht zugelegt habe, was meine Anforderungen waren. Und da war zum Beispiel eine Geschichte, ich koche ja, wie ihr wisst, gerne hier in diesem Feldflaschenbecher. Und da haben wir ja das Problem, dass der nicht rund ist. Ja, nun hat mir der Leo aber gesagt, hey, pass auf, eine YouTuberin, die kocht mit dem Feldflaschenbecher auf dem X-Boil auf eine andere Art und Weise. Ja, und das habe ich jetzt mal ausprobiert und das will ich euch zeigen. Gut, dann packen wir den X-Boil mal aus. Hier in dem Paket ist der eigentliche Brenner, die Brennerdose vom X-Boil. Kennt ihr ja schon mit den drei Topfhaltern. Hier ist die Brennerdose mit dem Graphitvlies, das den Spiritus aufnimmt, damit er nicht ausläuft, wenn er umfällt. Dann hat mir der Leo hier noch eine zusätzliche Brennerdose mit reingepackt ins Päckchen. Und natürlich den eigentlichen X-Boil. Version 90 bis 100 mm Topfdurchmesser in Ultralight, die Titanversion. Gut, dann mache ich als erstes mal die drei Topfhalter in den X-Boil. Eins, der zweite und der dritte. So. Und dann nehme ich mal hier meinen Titantopf von meinem Ultralight Kochset und stell den mal da rein und wie ihr seht, das passt natürlich. So sieht das Ganze jetzt von Namen aus. Der Topf steht hier drin.
Jetzt würde man ja hier den Brenner anzünden, wird den X-Pol drüber stellen und den Topf da aufsetzen. Ja, das passt natürlich perfekt. Dafür ist es ja auch konzipiert. Und wie ihr das kennt, kommt ja dann der X-Boil in den Topf und nimmt somit kaum Platz weg. Ja, und wie sieht das aber jetzt aus mit meinem Feldflaschenbecher? Weil ich koche ja so gerne mit dem Feldflaschenbecher. Ja, da sieht die ganze Geschichte dann schon anders aus. Nehmen wir den runden Topf hier runter. Und wie ihr seht, der passt dann natürlich nicht mehr da rein. Und da hat mir der Leo aber einen Tipp gegeben, eben wie schon anfangs erwähnt. Er hatte bei einer YouTuberin halt gesehen, wie man auch damit kochen kann. Und das will ich heute ausprobieren und euch zeigen. Ja, der Trick ist, der X-Boil ist natürlich flexibel, weil er so ein dünnes Blech hat. Und jetzt kann man den etwas zusammendrücken und den Feldflaschenbecher hier oben einstellen. Und schon steht das Ganze stabil auf den Topfhaltern. Dann bleibt das auch hier klemmt, wie ihr seht. Somit kann man hier den Brenner unterstellen, anzünden und den Feldflaschenbecher dann da aufsetzen. Wenn der Kaffee kocht, kann man dann praktisch das Ganze hier runternehmen, den X-Boil ablöschen und wenn das kalt ist, kann man es dann auch wieder abziehen. Das ist natürlich eine klasse Sache. Das bringt den X-Boil für mich erstmal um Punkte nach vorne, definitiv. Jetzt ist nur noch die Frage, lässt sich der X-Boil denn auch in dem Feldflaschenbecher verstauen? Das will ich jetzt mal mit euch ausprobieren. Dann nehmen wir mal den X-Boil auseinander. Klammern raus hier. So. Dann haken wir ihn auseinander. So, und legen ihn enger zusammen. Jetzt habe ich mir überlegt, hier wo die Seite ist, wo das überlappt, werde ich ihn hier hinten da rein machen. So, jetzt kann man das Ganze hier so ein bisschen anpassen. Das geht dann hier oben, seht ihr, geht das auseinander, weil der Feldflaschenbecher so ein bisschen nach oben auseinander geht. Ja, und jetzt ist halt noch die bange Frage, passt denn jetzt überhaupt noch die Feldflasche da rein? Und zu meiner Überraschung muss ich feststellen, das passt. Und das ist natürlich genial. Das heißt, ich habe dann eigentlich nur noch die Brennerdose mit den drei Topfhaltern mit. So. Und das kriege ich natürlich super in die Feldflaschentasche runter. Das ist natürlich eine klasse Sache. Das heißt, ich werde den X-Boil nicht an die Wand nageln, Leo, sondern dann auch benutzen. Ja, und jetzt war natürlich meine nächste Überlegung. Haha, du hast ja noch Titan-Feldflaschenbecher. Da kannst du ja noch mehr Gewicht sparen. Ich habe ja einmal dieses Set hier von Boundless Voyage mir gekauft. Mit dem Potstand hier, das Teil. Und dann habe ich ja noch mal die Feldflasche von Kite und da ist ja auch so ein Feldflaschenbecher mit dazu und habe es natürlich mit den beiden auch probiert und da haben wir natürlich wieder dieses Problem, dass die alle irgendwie anders gefertigt sind, dass es da keine Norm gibt. Jetzt zeige ich euch mal, wo die Probleme sind. Ich nehme mal hier den wieder raus, stecke den X-Boil mal wieder zusammen. So, dann machen wir noch mal die Topfhalter rein. So, und jetzt sieht man schon hier, ist alles wieder wie vorher. Und wenn ich jetzt zum Beispiel den Feldflaschenbecher hier von Boundless Voyage nehme, wir den da reinstecken, seht ihr? Da passt schon nicht. Ja, wie ihr seht, hat der einen viel größeren Durchmesser unten. Das Blech spannt. Der Topf geht gar nicht bis ganz rein. Keine Chance. Also wie ihr seht, es passt nicht bei allen Feldflaschenbechern. So.
So, und jetzt probiere ich das mal mit dem Titan-Feldflaschenbecher von Kite. Nehmen wir den mal raus. So. Und dann stellen wir den mal in den X-Ball. Jetzt kann man das natürlich so machen, dass die Griffe hier vorne schön in die Nut kommen vom Topfhalter. So, der passt rein. Also das würde funktionieren. Hier vorne hätte er noch ein etwas größeres Loch. Aber das wäre okay soweit. Ja, und was haben wir hier für ein Problem? Ich habe es natürlich schon ausprobiert. Wenn ihr den X-Ball nachher zerlegt, so, und in den Feldflaschenbecher steckt, so, seht das, und dann die Flasche reinmachen wollt, passt die Flasche nicht mehr ganz da rein. Das ist natürlich schlecht. Gut, ist jetzt nicht ganz so schlimm. Man kann den X-Ball ja auch irgendwo anders hinstecken. Aber das Set ist so halt nicht mehr gegeben. Und wenn ich es mit der Nalgene probiere, passt schon gar nicht mehr. Dann klemmt das extrem, weil eben der ganze Feldflaschenbecher schon wieder eine etwas andere Form hat. Das ist natürlich schade. So, ich habe jetzt wieder meinen Feldflaschenbecher aus Edelstahl da in den X-Ball gemacht. Wie ihr seht, das passt wunderbar. Sieht fast so aus, als wenn der X-Ball unbedingt zu mir sollte, Leo. Danke dir nochmal. Ja, und für die anderen eben, wenn ihr das vorhabt, messt vorher unbedingt den Umfang von eurem Feldflaschenbecher aus und bestellt danach die richtige Länge vom X-Ball, weil das scheint so nicht unbedingt immer mit der 90 bis 100 mm Variante zu passen. Das zweite Problem, was ihr natürlich noch habt, ist dann auch, wie eng sitzt die Feldflasche in dem Becher? Hat das noch Spiel? Passt da noch ein Blech zwischen? Wenn nicht, müsstet ihr dann den X-Ball irgendwo im Rucksack verstauen oder in der Feldflaschentasche. Aber das, denke ich, ist kein Problem. Ja, ich werde jetzt hier noch ein bisschen mit dem X-Ball rumprobieren. Wer mich kennt, weiß ja, dass ich alles ausprobieren muss. Und Leo, wenn ich noch irgendeine Verbesserung für dich finde, werde ich mich natürlich als Dankeschön sofort per E-Mail bei dir melden. Ja, das war eigentlich auch schon alles in dem Video heute. Dann macht's gut. Bis zum nächsten Mal. Euer Detlef. Ciao. Tschüss.